Hier wurde die Vernichtung der Menschheit erfunden. Ein abgelegener Ort mitten in der Wüste des US-Bundesstaates New Mexico. Los Alamos. Zutritt verboten. Bis heute. Noch immer werden hier Atomwaffen entwickelt und produziert. Wie schon während des Zweiten Weltkriegs. 16. Juli 1945, Test der ersten Atombombe der Welt. Man hat uns gesagt, wir sollten uns umdrehen und mit dem Rücken zur Explosion hinlegen. Ich legte mich also hin, aber umgedreht habe ich mich nicht. Die Szenerie wirkte, als ob man in einem tief dunklen Raum den Vorhang zur Seite zieht und plötzlich grelles Sonnenlicht hereinkommt. Das hat mich zutiefst beeindruckt. Wir wussten, dass man in kürzester Zeit davon Gebrauch machen würde. Dann aber mit einer echten Bombe. Das Atomzeitalter hatte begonnen. Los Alamos in den 40er Jahren. Streng abgeschottet vom Rest der Welt. Der geheimste Ort der USA. Hierher befahl man junge Wissenschaftler aus allen Teilen des Landes, um die ultimative Waffe zu bauen. Die Waffe, die den Feind besiegen sollte. Sie wurden zu Soldaten in einem geheimen Krieg der Wissenschaft. Nur wenige, die hier arbeiten, wissen genau, worum es geht. Alles ist top secret, auch innerhalb des Projekts. Sein Codename Manhattan Project. Bei ihm laufen die Fäden zusammen. Robert Oppenheimer, einem der begabtesten Physiker des Landes. Er kennt das Ziel und den Feind. Das nationalsozialistische Deutschland unter Adolf Hitler. Während der Nazi-Diktatur waren viele jüdische Wissenschaftler aus Deutschland geflohen. Jetzt kämpfen sie an der Seite der USA gegen Hitler. Unter ihnen John von Neumann, der Mathematiker, der die Struktur des Computers erfand. Edward Teller, der die gewaltigste Bombe der Menschheitsgeschichte erdachte, die H-Bombe. Leo Szilard, der mit der Theorie der Kettenreaktion den Weg ins Atomzeitalter bahnte. Und sein Freund Eugene Wigner, der für seinen Beitrag zur Kernphysik den Nobelpreis erhielt. Sie alle stammten ursprünglich aus Ungarn, hatten dann in Deutschland gearbeitet, bis sie vor dem Rassenwahn des Nazi-Regimes fliehen mussten. Ihnen war klar, warum sie den Sieg Hitlers um jeden Preis verhindern mussten. Wenn es ein Land gab, das bereit war, die Atombombe zu bauen, dann war das Hitlers Deutschland. Viele, die aus Deutschland, Polen oder anderen Ländern kamen, hatten dieses Regime aus der Nähe erlebt. Und der Gedanke, dass Hitler Zugang zur Bombe bekäme, machte ihnen fürchterliche Angst. Deshalb wollten sie dieses Wettrennen gegen Hitler unbedingt gewinnen. Sie wussten, der Feind ist nicht nur brutal und mordet rücksichtslos, er hat auch das Wissen, eine Atombombe zu bauen. Das Rennen hatte am Vorabend des Zweiten Weltkriegs begonnen. Im Januar 1939 waren Edward Teller und seine Freunde Leo Szilard und Eugene Wigner eingeladen zu einem Kongress der besten Physiker der Welt in Washington. Ende 1938 entdeckten deutsche Wissenschaftler die Kernspaltung. Diese Nachricht wurde durch den berühmten dänischen Physiker Niels Bohr in die USA gebracht. Er machte es hier an der George Washington University in Washington öffentlich. Jeder begriff sofort, dass die Spaltung einer bestimmten Art von Uran auch zum Waffenbau verwendet werden könnte. Und jeder Kongressteilnehmer wusste, dass Nazi-Deutschland für einen großen Krieg rüstete. Die Entdeckung der Kernspaltung könnte deshalb verheerende Folgen haben. Es sind Unmengen von Energie, die in kürzester Zeit frei werden können. Das heißt, es ist die Möglichkeit, kontrolliert eine energieerzeugende Maschine zu erzeugen oder unkontrolliert eine Atombombe.
Nach dem Krieg in den 50er Jahren stellten die Chemiker des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts nach, wie sie entdeckt hatten, dass sich Atomkerne zerteilen lassen. Chef des Instituts war Otto Hahn. Seit Jahren war er zusammen mit seinem Assistenten Fritz Strassmann dem Phänomen der Kernspaltung auf der Spur. Zum Team gehörte auch Lise Meitner, eine exzellente Physikerin, die wegen ihrer jüdischen Abstammung aus Deutschland geflohen war. Sie lebte bereits in Schweden, als die Versuche in ihre entscheidende Phase traten. Hahn und Strassmann bestrahlten das Element Uran mit Neutronen. Dabei beobachteten sie ein Zerplatzen des Urankerns, wie sie es nannten. Was Hahn und Strassmann entdeckt hatten, widersprach allen bisherigen physikalischen Erfahrungen. Die Aufzeichnungen aus den jahrelangen Versuchsreihen schickte Hahn nach Schweden zu Lise Meitner. Mit eigenen Versuchen konnte sie beweisen, dass bei der Spaltung des Urans ungeheuer hohe Energiemengen freigesetzt wurden. Damit war Lise Meitner auf die Quelle der Kernenergie gestoßen. Eine Entdeckung, die die Welt der Physik aufrüttelte, als Bohr sie in Washington verkündete. Eine Atombombe in den Händen der Nazis war eine Horrorvorstellung, auch für Leo Szilard und Eugene Wigner, die Jahre zuvor aus Deutschland hatten fliehen müssen. Man wusste, dass es Physiker oder Wissenschaftler in Deutschland gibt, die zu der gleichen Erkenntnis gekommen waren und die nicht zögern würden, was sie auch nicht gemacht haben, die Regierungsstellen zu kontaktieren und auf diese Möglichkeit dieser Atombombe hinzuweisen. Szilard hatte dies lange kommen sehen und war wie in einem Wahn. Wie können wir herausfinden, ob es überhaupt funktioniert und es dann zweitens geheim halten? In den nächsten Jahren versuchte er, diese Sache zu stoppen und hoffte, sie würde nie funktionieren. Szilard suchte einen einflussreichen Verbündeten, Albert Einstein, seinen Lehrer aus den 20er Jahren in Berlin. Der Nobelpreisträger sollte ihm helfen, die Politiker in Washington aufzurütteln. Ihm war sofort klar, dass eine Kettenreaktion unter bestimmten Umständen möglich wäre. Und so suchte er einen Weg, den Präsidenten zu warnen. Und für Szilard war Einstein dafür die richtige Person. Denn Einstein war schon 10 Jahre vor ihm in die USA gekommen und damals vermutlich der berühmteste Wissenschaftler der Welt. Szilard wusste, dass er ein unbeschriebenes Blatt war und niemand ihm zuhören würde. Besonders nicht bei einer so verrückten Idee, dass eine kleine Masse eines unbekannten Materials eine ganze Stadt in die Luft sprengen könnte. Es ist Sommer 1939, nur wenige Wochen bis zum Ausbruch des Krieges. Auch wenn in den USA davon noch nichts zu spüren ist. Einstein lehrt Physik in Princeton. Auch er hat Deutschland den Rücken gekehrt. Den Sommer verbringt er wie jedes Jahr in seinem Haus am Meer. Szilard hatte zunächst ein praktisches Problem zu lösen, bevor er den Meister besuchen konnte. In jenem Juli 1939 machte Albert Einstein Urlaub auf Long Island. Szilard brauchte eine Mitfahrgelegenheit dorthin, denn er hatte kein Auto. Eugene Wigner hatte ein Auto und war mit ihm befreundet. Also fuhren sie zusammen nach Long Island. Sie finden Einstein und brauchen gerade 15 Minuten, um ihm die Entdeckung der Kernspaltung und deren dramatische Folgen zu erklären. Einstein stimmt zu. Der Präsident soll erfahren, dass eine neue Ära der Kriegsführung anbrechen wird und dass die Nazis eine verheerende Waffe bauen könnten. Eine einzige Bombe dieses neuen Typs, schreiben Szilard und Einstein, die auf einem Schiff in einem Hafen explodiert, könnte diesen Hafen sowie das gesamte umliegende Gebiet vollständig zerstören. Die beiden Physiker schlagen den USA eigene Experimente vor. Wenn man sich das vorstellt,
Szilard ist wirklich erstaunlich. Er lebt in einem fremden Land, ist noch nicht einmal Staatsbürger. Sein Englisch ist nicht wirklich gut. Und er denkt, ich muss mit dem Präsidenten dieses Landes über den Bau einer Bombe sprechen. Sein Selbstbewusstsein ist beeindruckend, gelinde gesagt. Aber der Alarm verhallt zunächst ungehört. Der Brief gelangt erst auf Umwegen ins Weiße Haus. So dauert es mehr als 2 Monate, bis der Präsident reagiert. Kostbare Zeit verstreicht. Nachdem Präsident Roosevelt Einsteins Brief erhalten hatte, gründete er ein Urankomitee. Das lud im Oktober 1939 Fermi, Wigner und Szilard zu einer Konferenz mit der Regierung ein. Aus vielen Gründen gab es Verzögerungen. Es war für das US-Militär schwer zu verstehen, dass etwas mit einem potenziell so ungeheuren Ausmaß aus so ungewöhnlichen Quellen stammen konnte. Und dann sagten sie, vielleicht möchten sie Geld. Was wollen sie? Und Wigner dachte, $6,000. Also sagten sie, okay, wir geben ihnen $6,000. Mit diesem vergleichsweise lächerlichen Betrag und der Erkenntnis, dass das gegenseitige Misstrauen groß ist, kehren die Forscher zurück an ihre Arbeitsstätten. An der New Yorker Columbia University hat Szilard einen Laborplatz gemietet, auf eigene Kosten. Aber für ernsthafte Experimente reicht sein Geld nicht. Szilard verzweifelt. Einer der besten Physiker seiner Zeit ist zur Untätigkeit verdammt. Er notiert damals, es ist unglaublich, zwischen Ende Juni 1939 und Frühling 1940 wurde in den USA nicht ein einziges Experiment unternommen, das die Möglichkeit der Kettenreaktion in natürlichem Uran untersuchte. Es dauerte deshalb so lang, weil niemand es für möglich hielt. Selbst Fermi meinte, dass wir vielleicht in 50 Jahren einen Reaktor hätten. Nur Szilard sah, wie nah wir in Wirklichkeit einem Reaktor und einer Waffe schon waren. Zu dieser Zeit hatte Hitler in Europa den Zweiten Weltkrieg schon entfesselt. 1. September 1939. Nazi-Deutschland überfällt Polen. Hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Auch in den Naturwissenschaften stehen die Zeichen auf Krieg. Sie werden dieses Mal über Sieg oder Niederlage entscheiden. Mit Beginn des Krieges, das ist ganz deutlich, ist der wissenschaftliche Austausch, der vorher fantastisch funktioniert hat, komplett abgeschnitten. In Deutschland weiß man nicht mehr, was in Amerika und in England passiert und umgekehrt ist es genauso. Die deutschen Atomforscher, die im Uranverein zusammengeschlossen waren, wurden sehr rasch unter eine militärische Führung gestellt. Die haben sich dann nicht mehr bei öffentlichen Kongressen getroffen, sondern bei Geheimkonferenzen. Tatsächlich wissen die deutschen Forscher um die Möglichkeiten der Atombombe. Der führende deutsche Physiker Werner Heisenberg erklärte, eine ananasgroße Bombe könne eine ganze Stadt zerstören. Aber noch ist alles nur Theorie. Wir finden in den Dokumenten, die in den Archiven überliefert sind, mehrere ganz klare Statements deutscher führender Forscher, Heisenberg und Weizsäcker sind hier genannt, die die militärische Führung darauf hinweisen, man hat hier eine Sprengkraft von exorbitanter Vorstellungskraft, wie es bisher nie gegeben hat. Und die Bombe wird immer mitgedacht. Im sogenannten Blitzkrieg überrennt die deutsche Wehrmacht den Westen Europas. 1940 marschiert sie in Belgien ein. In der Kolonie Belgisch-Kongo in Afrika liegt Uran, der Rohstoff für den Bau der Bombe. Für Szilard wieder ein Alarmzeichen. Das Uran könnte den Deutschen den Durchbruch bescheren, fürchtet er. Szilard
Szilard war außer sich vor Sorge, die Deutschen könnten uns voraus sein. Und sie waren uns damals voraus. Er versuchte, seine Kollegen dazu zu bringen, schneller und noch schneller zu arbeiten. Die Kollegen, das sind Größen wie John von Neumann und Edward Teller, die ungarischen Landsleute Szilards. Sie alle geprägt durch die Verfolgung durch die Nazis. Ebenso wie Szilards Freund Eugene Wigner. Die USA reagierten zum Teil deshalb verzögert, weil sie noch immer ein neutrales Land waren. Es gab eine sehr starke politische Bewegung gegen eine amerikanische Einmischung in den Krieg in Europa. Darum haben sich die USA am Krieg nicht beteiligt, bis die Japaner unseren Militärstützpunkt in Pearl Harbor angegriffen haben. Mit dem Angriff auf Pearl Harbor ändert sich alles. Die Vereinigten Staaten sind jetzt Partei in einem Krieg, der in Europa, Afrika und nun auch in Asien tobt. Bald wird es zur direkten Konfrontation zwischen Deutschland und den USA kommen. In beiden Ländern erzählten die Wissenschaftler ihren Vorgesetzten dasselbe. Man kann Atomwaffen herstellen, aber das wird noch ein paar Jahre dauern. Für die USA heißt das, sie können den Krieg damit entscheiden. Damals, im Winter 41-42, ging man in den USA noch von mehreren Jahren Krieg aus. Aber in Deutschland war die Mentalität in diesem Kriegswinter eine andere. Die Deutschen hofften, sie könnten immer noch gewinnen. Aber wenn, dann müsste es sehr schnell gehen. Aber Hitler muss jetzt an allen Fronten kämpfen. US-Präsident Roosevelt kann die technologische und wirtschaftliche Überlegenheit seiner Supermacht in die Schlacht werfen. Er setzt das größte Aufrüstungsprogramm in der Geschichte der Menschheit in Gang, das auch den Bau von Atomwaffen einschließt. Die gesamte Atomforschung wird unter Führung der Armee gebündelt. Vom Hauptquartier in Manhattan aus übernimmt jetzt Brigadegeneral Leslie Groves die Verantwortung für das Programm. Er braucht Verbündete unter den Wissenschaftlern. Man musste unheimlich viel Geld investieren, um den Reaktor herzustellen. Und man wusste nicht, ob der Reaktor überhaupt funktionieren würde. Aber falls der Reaktor funktioniert, dann würde vermutlich auch die Bombe funktionieren. Die Regierungen mussten also ihren Wissenschaftlern vertrauen. So wird im Zeichen des Krieges aus einem Wissenschafts- ein gewaltiges militärisches Projekt mit höchster Priorität. Das Riesenland wird in den Dienst gestellt für den Bau einer völlig neuen Waffe, von der niemand weiß, ob sie funktionieren wird. Man sagt, 1 Million Männer hätten für Groves gearbeitet. Schon in einer Art Vorlauf für den Bau der Bombe hatte er die Aufsicht über Hunderte von Projekten in den USA. Militärlager, Munitionsfabriken, Militärflugplätze. Er setzte es um. Eines der vielen Projekte war übrigens der Bau des Pentagon, des Verteidigungsministeriums. Aber das war nur eins unter Hunderten seiner Projekte. Das größte Rüstungsprojekt in der Geschichte der Menschheit hatte begonnen. Wenn man so will, hatten die Ungarn den Impuls ausgelöst. Danach bedurfte es einer großen Anstrengung vieler, um diese Ideen zu einer physikalischen Realität zu machen. Mit Tests und vielen Experimenten, Erörterungen und Veröffentlichungen, die nötig waren, und all diesen Dingen, die man braucht, bevor eine Regierung ein Programm auflegt, das nach heutigen Maßstäben gerechnet mehr als 25 Milliarden Dollar kosten sollte. Überall im Land wird jetzt fieberhaft geforscht. Alle Anstrengungen dienen nur einem Ziel, eine funktionsfähige Atomwaffe zu bauen, schneller als die Deutschen. In Chicago gelingt der erste wissenschaftliche Durchbruch auf dem Weg zur Bombe. Im Keller des Universitätsstadions setzen Leo Szilard und der italienische Nobelpreisträger Enrico Fermi die erste kontrollierte Kettenreaktion in Gang. Auch Fermi war vor den Faschisten aus Europa geflohen. Harold Agnew, damals 22, arbeitet als Physiker im Team mit. Ich glaube, es war der 2. Dezember, als wir morgens zusammenkamen. Fermi beauftragte einen Mitarbeiter damit, die Brennstäbe zu bedienen. Der zog dann die Stäbe immer weiter heraus und die Aktivität ging hoch. Fermi wies ihn an, die Stäbe noch weiter herauszuziehen. Er rechnete dann etwas mit seinem Rechenschieber. Irgendwann sagte er, okay,
Das hieß so viel wie, wir haben es fast geschafft. Und er sagte, gut, lasst uns essen gehen. Fermi und Sillard wissen jetzt, dass sich Kernenergie kontrolliert freisetzen lässt. Sie haben den ersten Atomreaktor der Welt gebaut. Nach dem Mittagessen haben wir nochmal von vorne angefangen. Kurz nach 13 oder 14 Uhr wurde der Reaktor kritisch. Alle jubelten. Nur einer nicht. Leo Szilard hatte knapp 10 Jahre zuvor die Theorie der nuklearen Kettenreaktion erdacht. Jetzt wurde sie erstmals in einem Experiment bestätigt. Szilard wusste, es war der erste Schritt ins Atomzeitalter oder in den atomaren Abgrund. Ich schüttelte Fermi die Hand und sagte, ich bin überzeugt, dass dies ein schwarzer Tag in der Geschichte der Menschheit ist. Die Deutschen hatten keine Atombombe, weil sie keinen Leo Szilard hatten. Denn Szilard kam auf etwas, was sie übersahen. Graphit verlangsamt die Neutronen und ermöglicht so den Beginn einer Kettenreaktion. Man nennt es den Moderator. Der erste Reaktor bestand aus Graphitblöcken, die das Uran umschlossen. Szilard realisierte, dass das Element Bor, das in handelsüblichem Graphit vorkommt, die Neutronen absorbierte. Er kam darauf, dass er stattdessen völlig reines Graphit brauchte. Und dann organisierte er selbst den Ankauf von Graphit für seine und Fermis Forschung. Das Manhattan Project tritt in seine entscheidende Phase. Für das geheimste Projekt des Krieges sucht man nach einem abgelegenen Ort, abgeschnitten vom Rest der Welt. Los Alamos, zu Füßen der Berge New Mexicos. Bis heute werden hier Atomwaffen erforscht und getestet. Das war einer der Gründe, die Los Alamos so attraktiv machten. Es war weit weg von jeder Siedlung. Es war weit entfernt von internationalen Grenzen. Und das Gelände war relativ leicht zu erwerben. Dieser Ort wurde für das Labor also unter Sicherheitsaspekten gewählt. Aus dem ganzen Land holt man jetzt die Besten hier in die Einöde des Mittleren Westens. Der Bahnhof in Lamy ist der letzte Außenposten der Zivilisation, bevor es dann in die Berge geht. Sie ziehen als Soldaten in einen Krieg der Wissenschaft, verpflichtet für unbestimmte Zeit und für eine Aufgabe, von der die meisten nur eine ungefähre Vorstellung haben. Ihre Heimat ist jetzt eine Barackenstadt, eingezäunt und streng kontrolliert. Nur für wenige Spitzenforscher sind eigene Wohnhäuser vorgesehen. General Groves bestimmt Robert Oppenheimer zum wissenschaftlichen Leiter. Er soll für die Erfolge in Forschung und Entwicklung sorgen, und zwar schnell. Für alles andere ist das Militär zuständig. Innerhalb des Projekts galt natürlich eine der höchsten Sicherheitsstufen. Es ging um das größte Geheimnis des Krieges. General Groves wollte nicht nur nach außen hin völliges Stillschweigen um dieses Projekt. Er wollte auch alle in dem Projekt unter Kontrolle haben. Sie durften nicht darüber sprechen und keine Briefe an ihre Familien schicken. Nur wenige wissen, worum es wirklich geht. Darunter Edward Teller, der theoretische Physiker. Eugene Wigner. Er soll den Reaktor für den Bombenstoff Plutonium bauen. Ebenso wie sein Freund Leo Szilard. Als Berater für die mathematischen Berechnungen ist John von Neumann dabei. 4 aus Ungarn. Sie hatten ihre Mission gefunden. Ich war zu der Zeit schon seit Jahren an den Diskussionen über die Bombe beteiligt. Und ich wollte unbedingt damit weitermachen. Denn noch immer herrscht die Angst bei den Wissenschaftlern vor, die Deutschen könnten schneller sein mit der Bombe. Über Hitlers Waffenpläne ist so gut wie nichts bekannt. Es gelang nie, Spione an zentraler Stelle in der Nazi-Führung zu platzieren. Während des Kriegs wussten wir wirklich nicht, was los war.
Wir hatten kaum Erkenntnisse, es gab keine Geheiminformationen über das deutsche Projekt. Die Wissenschaftler, die beim Manhattan Project arbeiteten, wussten, sie konnten jeden Tag aufwachen und erfahren, dass es einen Atombombenangriff auf Großbritannien, auf London gegeben hat. Deshalb war es tatsächlich ein Wettrennen. Edward Teller notiert bei seiner Ankunft: Wir werden hier alle zusammen eingesperrt werden, mit allen Vor- und Nachteilen. Wir wurden in dem eingezäunten Areal eingeschlossen und unsere Privatsphäre war nur mehr eine ferne Erinnerung. Hier wurden alle Arbeiten konzentriert. Hier wurden die Bomben konzipiert und konstruiert, die Vorbereitungstests durchgeführt und darüber nachgedacht, wie man die Bombe an ihren Einsatzort bringen könnte. Aber man begrenzte die Menge der Informationen, die jeder Beschäftigte hatte, auf ein Minimum. Man wollte ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und effizienter Forschung erreichen. Für das, was sie tun, gibt es kein Vorbild. Alles ist neu. Berechnungen, Verfahren, Bauteile. Die Wissenschaftler und Ingenieure sind Pioniere, Wegbereiter des Atomzeitalters. John von Neumann schreibt an seine Frau: Das Labor ist eine merkwürdige Kombination aus Armeeposten, einem Nationalpark mit Hütten und anderen Dingen. Es lohnt sich, über dieses Projekt nachzudenken, obwohl wahrscheinlich keiner seine Seele dafür verkaufen sollte. Doch genau das müssen sie. Aus jungen Forschern sind Kämpfer in einem geheimen Krieg geworden. Sie müssen sich dem Regime des Militärs unterwerfen. Ich war sehr krank. Wir durften aber unseren Eltern nicht sagen, wo wir lebten, was sehr hart war. Sie wussten nicht, wo wir waren und woran wir arbeiteten. Unsere Post wurde zensiert. Alles, was raus und rein ging. Alles war sehr stark reglementiert. Wir lebten in einer geschlossenen Stadt. Niemand durfte rein, der hier nicht arbeitete. Die Tore waren streng bewacht. Im einstigen Pfadfinderlager Los Alamos leben nach dem Anlaufen des Programms bis zu 6000 Menschen. Viele Forscher haben ihre Familien mitgebracht. Langsam stellt sich so etwas wie Normalität ein. Man richtet sich ein in der geschlossenen Stadt. Und in dem Gefühl, dem Land zu dienen. Auch wenn die meisten nicht wissen, dass das Ziel im Bau einer einzigen Bombe besteht. Das Besondere an diesen Wissenschaftlern ist, dass sie alle bereit waren, ihre wissenschaftlichen Karrieren aufs Spiel zu setzen, um alles dafür zu tun, die USA und die freie Welt zu verteidigen. Und das machte sie zur Gruppe. Sie waren Soldaten wie alle anderen auch, die in diesem Krieg kämpften. Für sie war das tatsächlich ein Ansporn. Sie spürten, dass sie ein großes Stück zu diesem Krieg beitrugen und hatten dabei trotzdem auch großen Spaß daran, Wissenschaft zu betreiben. Deswegen war das für alle, und alle waren sich darüber, glaube ich, einig, ein großartiges Leben. Diese 2 Jahre in Los Alamos waren für viele der Höhepunkt ihres Lebens. Sie sind jung, sie haben eine Mission und sie müssen nicht wie andere im Schützengraben liegen. Ausflüge sind auch den Geheimnisträgern erlaubt, aber nur in die Abgeschiedenheit der Berge New Mexicos, nicht in die großen Städte. Hier konnte man viel machen. Die Wissenschaftler hatten eine 6-Tage-Woche und waren daher sehr, sehr beschäftigt. Aber in ihrer Freizeit gingen sie klettern, Skifahren oder machten Ausritte. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung war das Babymachen. Es gab also viele Kinder hier, die während des Zweiten Weltkriegs geboren wurden. General Groves war darüber unheimlich sauer. Was macht man mit Kindern, die während des Kriegs in einem supergeheimen Labor zur Welt kamen? Man löste das so. Es gab ein Postfach, an das die ganze Post nach Los Alamos ging. P.O. Box 1663, Santa Fe, New Mexico. Wenn man sich heute die Geburtsurkunden dieser Kinder ansieht, liest man bei Geburtsort P.O. Box 1663, Santa Fe, New Mexico. Amateuraufnahmen aus dem Winter 1942-43, fernab des Krieges am anderen Ende der Welt.
Alle hier waren jung. Es gab keine Klassenunterschiede. Alle wurden gleich behandelt. Es wurden große Partys gefeiert. Es gab viel zu trinken. Bei den Partys in der Fuller's Lodge traf sich alles. Edward Teller notiert: Die Intensität, mit der wir die Ziele verfolgen, zusammen mit der Isolation und den primitiven Wohnbedingungen, führten zu einer großen Ungezwungenheit im Umgang und in der Kleidung. Das gesellschaftliche Leben ähnelte ein bisschen dem, das sie hinter sich gelassen hatten in Budapest und das sie so vermissten. Man musste diesen Berg in Los Alamos hochfahren und dann war es wie bei den Partys im alten Budapest. Die Wissenschaftler und Physiker aus Osteuropa sind da. Viele spielen ein Instrument. Sie fühlten sich zurückversetzt in die ungarische Zeit. Es hielt sie davon ab, verrückt zu werden. Sie arbeiten an diesem schrecklichen Problem. Es würde vermutlich eine schreckliche Lösung für ein noch schrecklicheres Problem werden. Das war schwer für diese Leute, die ja sehr einfühlsame Menschen waren. 6. Juni 1944, Invasion in der Normandie. Zum ersten Mal kämpfen amerikanische und britische Truppen jetzt auf dem europäischen Kontinent gegen die Deutschen. Die Wehrmacht ist fast überall in der Defensive. Nur in Ungarn ist sie noch auf dem Vormarsch. Sofort dringen alarmierende Nachrichten auch bis nach Los Alamos. Innerhalb weniger Wochen lässt die SS fast die gesamte jüdische Bevölkerung des Landes in die Vernichtungslager deportieren. Nahezu eine 500.000 Menschen. Ich kam aus Ungarn und Deutschland. Ich hatte vieles mit eigenen Augen gesehen. Ich machte mir schreckliche Sorgen um meine Familie und meine Freunde. Als wir endlich damit begannen, uns an diesem Krieg zu beteiligen, war das eine große Erleichterung. Solange Deutschland noch nicht am Boden liegt, geht das Rennen in Los Alamos weiter. Vor allem bei den ungarischen Wissenschaftlern wächst die Angst vor einer deutschen Bombe in letzter Minute. Sie arbeiten jetzt Tag und Nacht. Wie kam es dazu, dass so viele Ungarn an diesem Projekt mitarbeiteten? Wieso waren so viele begabte Physiker unter den ungarischen Emigranten? Szilard sagte darauf: Wir sind keine Ungarn, wir sprechen Ungarisch nur zur Tarnung. Wir kommen vom Mars. Auf dem südlich von Los Alamos gelegenen Testgelände Trinity Site beginnen Tests für einzelne Bauteile, wie den äußerst schwierig herzustellenden Zünder. Die Männer vom Mars haben inzwischen herausgefunden, wie man waffenfähiges Plutonium herstellt. Die Hauptaufgabe ist jetzt, neben viel Ingenieursarbeit, die Berechnung nuklearer Explosionen. Das war John von Neumanns wichtigste Aufgabe beim Bau der Bombe. John von Neumann war für die Berechnung der extrem komplizierten Geometrie der ersten Implosionsbombe sehr wichtig. Es ist eine große Herausforderung, die riesige Masse hochexplosiven Materials, die normalerweise nach außen drängt, so zu konzipieren, dass sich die Explosion nach innen kehrt und auf eine winzige Menge Plutonium im Zentrum trifft. Dazu brauchte man wirklich einen hochtalentierten Mathematiker. Und das war von Neumann ganz bestimmt. Entscheidend war zu wissen, bis wohin man das Ganze simulieren und im Modell darstellen konnte oder wann man mit Analysen und Berechnungen zu Entscheidungen kam. Aber dem Schnelldenker und Mathematikgenie John von Neumann geht das alles viel zu langsam. Wie konnte man diese Arbeit beschleunigen? Heute würde man viele Computer einsetzen, aber Computer, das waren während des Krieges meistens junge Frauen. In Los Alamos werden komplizierte Berechnungen in einzelne kleine Schritte zerlegt. Hunderte Frauen sind damit beschäftigt. Das inspiriert von Neumann zur Weiterentwicklung einer Jahrhundertidee, der Idee des Programmierens. Jedes beliebige Problem lässt sich in einzelne Schritte zerlegen, die man ähnlich wie Zahlen behandeln kann. Die von Neumann-Architektur ist der Bauplan für jeden modernen Computer. Der Geistesblitz wird den Bau der Bombe um 2 Jahre beschleunigen. Anfang 1945 drängt Groves die Wissenschaftler des Manhattan-Projekts zur Eile.
Der General möchte die Bombe haben, bevor der Krieg zu Ende ist. Und er weiß, dass es nicht mehr lange dauern wird. Leo Szilard, einer der wichtigsten Physiker, hält aber nichts von militärischer Disziplin. Szilard mochte die Militärs nicht und hatte eine Abneigung insbesondere gegen General Groves, den er hochmütig, zu streng und autoritär fand. Also machte er sich ständig lustig über Groves, der das irgendwann mitbekam. Groves hielt Szilard für aufdringlich und mochte ihn nicht, weil er Jude war, einen Akzent hatte und andere herumkommandierte. General Groves wollte ihn einsperren lassen. Nur dank der großen Anstrengungen seiner Freunde gelang es, Groves davon zu überzeugen, dass das keine so gute Idee wäre. Tatsächlich verletzte Szilard die Regeln. Er meinte, er müsse, auch wenn er für die Regierung arbeitete, nicht auf Geheimhaltung schwören und dass er nur so lange die Dinge geheim halten würde, solange er dies für richtig hielte. Und das heißt, solange es gegen die Deutschen geht. Aber im Mai 1945 ist der Krieg vorbei. Berlin und das ganze Deutsche Reich in Trümmern. Gegen Kriegsende war auch ein US-Aufklärungsteam mit den alliierten Truppen vorgerückt, das nach Spuren des deutschen Atomwaffenprogramms suchen sollte. Ergebnis: Die Nazis hatten nichts, was sich mit dem Manhattan Project hätte messen können. Es hat in Wahrheit nie ein Wettrennen um die Bombe gegeben. Im Mai ist es vorbei. Deutschland liegt am Boden. Was machen wir jetzt? Wir wenden uns nun den Japanern zu. Und einige Wissenschaftler fragen sich, die Waffe ist fast fertig. Sollen wir sie benutzen oder nicht? Wie sollen wir sie benutzen und was passiert mit ihr nach dem Krieg? Solche Fragen kamen jetzt auf. Dennoch gehen die Arbeiten in Los Alamos und anderswo in unvermindertem Tempo weiter. Es ist nur noch eine Frage von Wochen, bis die erste Bombe einsatzfähig ist. Bei vielen beteiligten Wissenschaftlern wachsen Zweifel, ob Atomwaffen nach Hitlers Untergang noch moralisch vertretbar sind. Ihr Wortführer wird der Mann, der mit der Entdeckung der Kettenreaktion überhaupt erst den Weg ins Atomzeitalter geebnet hatte, Leo Szilard. Der Gedanke an eine nukleare Kettenreaktion war für Szilard entsetzlich. Er konnte intellektuell, mathematisch ermessen, dass die Kraft durch diese Teilung der Atome enorm groß sein müsste. Einige befürchteten sogar, dass diese Kraft die Atmosphäre entzünden könnte. Das befürchtete Szilard zwar nicht, aber er sorgte sich, dass herauskommen könnte, eine Bombe, eine Stadt. Dass die Waffe Völkermord bedeutete und nicht mehr nur eine militärische Waffe sei. Aber es ist zu spät. Szilard wird aus dem Projekt ausgeschlossen. Am 16. Juli 1945 findet in Trinity Site der erste Test einer Atombombe statt. Unter Leitung Oppenheimers verfolgen die Schöpfer der Bombe die Ereignisse in einem Bunker. Mit Spannung erwarten sie den Countdown. Niemand weiß, was passieren wird. Später erklärten die Väter der Bombe: Es war offensichtlich, dass es damals größere Gefahren gab als eine nukleare Explosion. Wir schaffen ein Monster, das die Geschichte verändern wird, falls es noch eine Geschichte gibt. Wir glaubten, dass eine so furchtbare Waffe alle mächtigen Nationen zur Einheit zwingen würde. Japan konnte den Krieg nicht gewinnen, nachdem Deutschland ihn verloren hatte. Ich hielt es nicht für moralisch vertretbar, japanische Städte zu bombardieren. Once he learned that
Als Szilard von dem Test erfuhr, suchte er sofort Mittel und Wege, um zu verhindern, dass die Waffe eingesetzt würde. Er verfasste eine Petition an Präsident Truman, die von 155 Wissenschaftlern des Manhattan Projects unterzeichnet wurde. Sie argumentierten, man könne die Zerstörungskraft dieser Bombe zeigen, ohne sie einzusetzen, und damit könnte man eine große Zahl von Toten vermeiden. Man könnte den Japanern zeigen, was ihnen drohte. Szilard fragte Teller, ob er und seine Kollegen die Petition auch unterzeichnen würden. Teller ging stattdessen zu Oppenheimer, dem wissenschaftlichen Direktor, und fragte ihn nach seiner Meinung. Oppenheimer regte sich fürchterlich auf. Das ist völlig falsch, sagte er. Wir Wissenschaftler haben einen Job. Wir müssen technische Probleme lösen. Wir wissen nichts über die Japaner. Wir wissen nichts über die Politik. Wir sollten einfach unsere Klappe halten. Ich hatte starke Sympathien für die Petition. Ich wollte sie unterschreiben. Aber leider war Oppenheimers Position nachvollziehbar. Und außerdem genoss er ein enormes Ansehen bei allen, auch bei mir. Ich habe den Brief also nicht unterschrieben. Knapp 3 Wochen nach dem Test ist die erste von 2 Atombomben einsatzbereit. Auf der Luftwaffenbasis Tinian im Pazifik hebt die B-29 Enola Gay mit ihrer tödlichen Fracht ab. Pilot Paul Tibbetts hatte den Bomber auf den Mädchennamen seiner Mutter getauft. Es ist der 6. August 1945. Nach 5,5 Stunden erreicht die Enola Gay das Zielgebiet. Die japanische Hafenstadt Hiroshima. Etwa 90.000 Menschen sterben sofort. Mindestens weitere 130.000 sterben später an den Folgen der atomaren Strahlung. Als wir die Auswirkungen sahen, hat uns das sehr überrascht. Plötzlich tat mir das alles unheimlich leid. Nicht, dass ich die Bombe gebaut hatte, sondern dass ich die Petition nicht unterschrieben habe. Fat Man ist der Kosename der 2. Atombombe. 3 Tage nach Hiroshima werfen die Amerikaner sie über Nagasaki ab. Wieder sterben Hunderttausende. Oppenheimer sagte später einmal, dass die Wissenschaftler durch die Atombombe die Sünde kennengelernt haben. Der Satz ist oft missverstanden worden, dass die Atombombe die Sünde gewesen sei. Das meinte Oppenheimer aber nicht. Die Sünde war für ihn, damit zu prahlen und darauf stolz zu sein. Dass sie die Bombe entwickelt hatten, hielt er für eine Notwendigkeit. Wenn wir uns die Geschichte des Zweiten Weltkriegs genau ansehen, dann wissen wir, dass die Bombe wirklich eine Notwendigkeit war, sobald sie möglich wurde. Japan kapituliert. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Ein knappes Jahr darauf gehen die Atomtests der Amerikaner weiter mit Bomben, die ein zigtausendfaches der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe haben. Der Kalte Krieg hat begonnen. Er wird die Menschheit an den Abgrund des atomaren Weltuntergangs führen.